Lieben, hier ist eure Sabrina. Ich bin jetzt auch YouTuberin und auf diesem Kanal erwarten euch sexy Fotoshootings und eine Menge Fun, wenn ihr versteht, was ich... Oh, mache. Sabrina, raus aus meiner Wohnung! Oh, Joey, ey, schreck mich nicht so. Ich gehe ja schon wieder mit die Couch, ey. Sorry, Leute. Ich weiß, es ist total chaotisch. Das war gerade Sabrina. Es leben noch ungefähr 15 andere Leute gerade in meiner Wohnung. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Eigentlich sollte das Ganze hier ein ganz normales Frag-Josef-Video werden. Ihr wisst schon, ihr stellt mir Fragen. Ich antworte drauf auf meine bekloppte Art und Weise. Aber irgendwie ist daraus ein riesiges Asi-TV-Format geworden. Ich kann euch nicht erklären, was hier eigentlich wirklich passiert ist. Und deswegen würde ich sagen, Sabrina, komm, erklär den Leuten, was hier Phase ist. Joey, ich sag mal so, beste Entscheidung deines Lebens. Also Leute, im Endeffekt wird das hier einfach nur eine riesige Hilf-mir-Folge. Also so richtig schön asozial, wie ihr es mögt. Unter anderem sind sogar so Leute von Frauentausch dabei. Also es wird richtig geil, Leute. Ich habe mega Bock drauf, denn ich sag mal so, ich spiele halt auch die Hauptrolle. Und deswegen würde ich sagen, let's go mit dem assiesten Video ever. Woo! Was würdest du tun, wenn du mitten in der Nacht ein Geräusch hörst? Immer werde ich wach, weil ich mir einbilde, ich höre Stimmen. Scheiße, tat das weh, ey. Was ist das? Alter, wer bist du und was in Gottes Namen machst du in meiner Wohnung? Sagst du echt, du kannst es mit diesem Schuh gegen mich wehren? Ich glaube, du weißt nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Tja, ich glaube, du weißt es auch nicht. Wer bist du? Okay, Joey, bitte. Ich weiß, das klingt total doof jetzt, aber ich wohne schon länger hier. Alter, bist du denn dumm? Geh einfach nur aus meiner Wohnung jetzt, ey. Ey, Joey, wirklich, das geht nicht. Ich hab doch nichts anderes außer deine Wohnung und deinen Kühlschrank. Also, pass auf. Ich wohne hier schon, seit ich ganz klein bin. Und du hast einfach nie mitbekommen, verstehst du? Und seitdem gehe ich jede Nacht in deinen Kühlschrank, um was zu essen. Was passiert, wenn du einen Fan vor deiner Tür finden würdest, weil seine ganze Familie gestorben ist und er jemanden sucht, der ihn aufnehmen kann? Und wieso wohnst du jetzt anscheinend schon jahrelang in meiner Wohnung? Das war so schlimm. Oh, was kommt denn jetzt? Meine ganze Familie ist gestorben und ich habe jemanden gesucht, der mich aufnehmen kann. Oh mein Gott, du Arme. Das tut mir wirklich so leid. Und jetzt hör auf, mich zu verarschen und sag mir, wie du hier reingekommen bist. Ich laber keinen Scheiß, Mann. Das ist mein Ernst, du Affe. Und ich erzähle dir jetzt genau, wie das alles passiert ist. Ein Erdnussflip noch, okay? Wie würde dein Leben aussehen, wenn es eine Doku wäre? National Geographic präsentiert Ihnen heute die Geschichte, wie Asi Sabrina zu Joey kam. Die entscheidenden Minuten nach Geburt des jungen Asi-Weibchens. Schon hier wird klar, dass Sabrina etwas anders als ihre Artgenossen wird. Ein Ninja, einer der vielen natürlichen Feinde des Asis, lauert dem Jungtier und seinen Eltern auf. Die Eltern versuchen, das Neugeborene zu schützen, indem sie wild mit den Armen herumfuchteln und aufgeregt schreien. Wir haben ein Kind, die kleine Sabrina! Doch der Ninja ist unersättlich. Seine extreme Abneigung zum Asi zwingt ihn zu seiner Tat. Das Jungtier wird durch den Angriff durch die Luft geschleudert und trifft auf unsägliche Art und Weise wieder auf den Boden auf. Und so bleibt das Jungtier allein zurück. Ja, mega geil, ne? Ein Vollidiot bahnt sich seinen Weg vom Supermarkt zurück zu seinem Fahrzeug. Ja, ich komme gerade vom Einkaufen, deswegen ist gerade ein bisschen schwierig. Das Jungtier wittert schnell seine Chance und bringt alle noch übrig gebliebenen Kräfte auf, um unauffällig in die Obhut des Idioten zu gelangen. Kriegen wir hin, auf jeden Fall. Es ist erstaunlich, mit welcher Kraft das junge Asi-Weibchen hängend am Futterbeutel des Vollidioten verharren kann. Jo, genau. Mit letzter Kraft schafft es das Junge, ins Innere des Vehikels zu gelangen, während sein Opfer weiterhin nichts von seiner Anwesenheit ahnt. Und so macht sich der Vollidiot auf den Weg zu seinem Bau. Angekommen im Eingang der Behausung hält sich das Jungtier besonders bedeckt ganz am Boden des Futterbeutels auf. Der Vollidiot wird zwar nicht mehr durch äußere Einflüsse abgelenkt, dennoch kann er die Anwesenheit des ungebetenen Besuchers nicht wahrnehmen. Als die Blase des Idioten drückt und er die Tasche unbeaufsichtigt im Lebensmittellager seines Baus abstellt, wird es für das Asi-Weibchen Zeit, einen neuen Unterschlupf zu finden. Trotz des sehr fraglichen Umganges der Asi-Eltern mit ihrem Jungen, verfügt es schon jetzt über ausgesprochen fortschrittliche motorische Fähigkeiten. Meistens zumindest, denn der Sprung in den neuen Rückzugsort stellt sich schwieriger als gedacht dar.
Über die Jahre entwickelt das Assi-Weibchen eine ausgeklügelte Methode, unerkannt zu bleiben und doch nie Probleme mit Nahrungsmittelengpässen zu bekommen. Die Erdnussflips, das Hauptnahrungsmittel des gemeinen Assis, befinden sich im Kühlschrank des Idioten. Und so macht sich das Jungtier jede Nacht vorsichtig auf den Weg. Vom sicheren Bau hinter der Sitzgelegenheit hin zur Nahrungsquelle. Nun ja, die Nachsicht ließ mit ansteigendem Alter etwas nach. Das mittlerweile ausgewachsene Assi-Weibchen ist unvorsichtig geworden und wiegt sich im vermeintlichen Schutze der Nacht. Ohne große Rücksicht auf seinen Wirt, den Vollidioten zu nehmen. Die ganze Zeit hier so geheim zu wohnen. Der durfte das ja nie mitbekommen. Manchmal habe ich dann einfach so 3, 4, 19 Schlaftabletten genommen, habe die klein gemacht und in seinen Drink rein. Und dann konnte ich nachts auch mal ein paar Leute einladen, ein bisschen Netflix und chill, du weißt. Wie würde deine eigene Hilf-mir-Folge aussehen? Ja, das ist die ganze Geschichte. Wow, Sabrina, das ist wirklich eine herzergreifende Story, die du mir da erzählst. Aber trotzdem kannst du jetzt hier nicht die ganze Zeit wohnen und dich durchfressen, ne? Ja, ja, ich weiß. Aber ich bin schwanger von dir. Was? Und inzwischen wohnt auch meine Oma hier. Sie wüsste gar nicht, wohin, wenn du uns jetzt einfach rausschmeißen würdest. Ach, Mensch, hallo. Du müsst doch Joey sein. Hi. Herbert, jetzt sag doch auch mal was. Ich bin der Herbert und ich bin auch dabei. Ich bin der Herbert und ich bin auch dabei. Und mein Onkel Herbert oder auch Opa. Naja, ist ein bisschen schwierig zu erklären, weißt du. Wir kommen aus dem Saarland. Und ich habe jetzt schon 8 Kaninchen hier. Die wüssten auch nicht, was sie essen sollen. Ja, also ich bin eigentlich gar nicht schwanger. Aber letztens dachte ich das wirklich und ich habe mir dann so Schwangerschaftstests gekauft. Und dann habe ich gedacht, ich muss drauf kacken, aber man muss pinkeln. Wie oft hast du schon bei Frauentausch mitgemacht? Beziehungsweise kannst du nochmal mitmachen? Wo bin ich hier? Ich kenne diesen Ort nicht, aber ich muss mir alles genau einprägen, denn es bleibt alles so, wie es hier ist. Ja, also ich habe von klein auf mir selbst beigebracht, Dinge dürfen nicht verändert werden. Es ist gut, wenn alles so bleibt, wie es ist. Kennst du dieses Gefühl, wenn dir beim Kacken das Wasser auf den Po spritzt, wenn das Darmergebnis ins Klo fällt? Du blödes Scheißhaus! Ich hab gesagt, hier bleibt alles so, wie es hier ist! Und da wird sich auch nichts dran rütteln! Das Bad bleibt so, wie ich das will! Hörst du das? Das klingt, als würde so Cholerika oder so in dein Badezimmer eingesperrt sein, mit Platzangst und richtig krass randalieren. Das wird mein nächstes Problem. Aber erstmal gehst du jetzt sofort aus meiner Wohnung, sonst setz was, Sabrina! Halt, stopp! Das bleibt alles so, wie es hier ist! Und da wird sich auch nichts dran rütteln, ob du hier bist und nicht! Alter, wer bist du denn jetzt? Und was machst du in meiner Wohnung? Ich bin Andreas und das hier ist ab jetzt meine Wohnung! Willst du mich verarschen? Ich bin... Halt, stopp! Jetzt rede ich! Also ich finde... Nein, jetzt hältst du die Schnauze! Leute, bitte! Du Ober... Ticke! Ich bin... Ja, also, als ich Joey zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, hochnäsige Ticker. Also, Andreas finde ich eigentlich schon ganz nett. Ich könnte mir vorstellen, mit ihm eine Familie zu gründen, aber nur, wenn er sich öfter waschen würde. Was würdest du tun, wenn plötzlich Nadine in deinem Zimmer stehen würde? Wo bin ich denn hier gelandet, ey? Nadine, wo kommt die denn jetzt her? Also für mich ist wichtig, gesundes Essen, frisches Essen. Für meine Kinder kann das schon mal so Dose sein. Aber frisches Essen habe ich hier überhaupt nicht gesehen. Ich habe mal in den Kühlschrank geguckt. Alles voll mit ekelhaftigen... Ich fass es nicht. Nadine ist wirklich eine super Frau. Die gefällt mir gut. Wenn die hier einziehen mit würde, da würde die mal richtig ordentlichen Wind reinbringen. Nicht nur, wenn ich mal hier ordentlichen Wind reinbringe, wenn sie verstehen. Also ich habe mal probeweise in der Küche geguckt. Deine Anspielung mit Obst, frisches Essen und so weiter. Ich sag mal, entweder bist du blind auf beide Augen oder einfach nur blöd. Hackebällchen aus der Tüte sind frisches Obst. Hast du Durchfall? So, und jetzt hältst du die Schnauze. Ich krieg nämlich vor Aufregung schon tierischen Durchfall. Also als Andreas gerade den Durchfall bekommen hat, habe ich mir gedacht, oh, jetzt drückt's auch ganz schön hinten drin. Aber dann habe ich mir gedacht, ich schaff das und wenn nicht, dann springe ich schnell in die Spüle. Das habe ich auch schon öfter zu Hause gemacht. Da, was ist das denn hier?
Das hat eine Weintraube. Ja, ich stehe heute Morgen auf dem Klo. Ich will jetzt mal was ordentliches Deutsches hier auf dem Tisch haben und nicht so was Ekelhaftiges hier. Was schwöre, ich hab so Hunger, ne? Bin dabei. Ja, ich kann mir vorstellen, jetzt länger hier zu bleiben. Ich habe Herbert letztens gesehen, der ist mal aus seiner Couch vorgekommen. Der sieht schon ganz schön süß aus. Habe ich mir gedacht, nur Herbert, kleine Schnitte. Auf dich schmier ich mal ein bisschen Erdbeerkäse. Da bin ich auch dabei. Mensch, Herbert! Ich auch. Findest du es schöner, wenn dein Klodeckel einfach weiß ist? Oder wenn er noch so ein komisches Motiv oder so drauf hat? Ja. Ist doch auch mal was anderes. Schönes Motiv. So gefällt mir das. Ja. Sehen Sie nächste Woche bei Helf mir. Oh Mann, Andreas, ich hab deine Kackwurst nicht gegessen. Das war meine Oma. Ich? Nee. Leute, könnt ihr bitte einfach nur gehen? Ich bin vorhin extra für diesen Moment in Hundescheiße getreten. Okay, Leute, wollen wir alle Fenster in dieser Wohnung einschlagen? Ja. Ich hab mal gehört, dass du und die braunhaarige Kollegin zusammen seid. Stimmt das? Nein, stimmt nicht. Sie sind Geschwister. Bist du eklig, Alte? Als ob sie zusammen sind, wenn sie Geschwister wären. Hä? Stimmt überhaupt nicht. Emilie ist seine Cousine, das weiß ich genau. Ihr labert doch alle Scheiße. Es gibt so viele Anzeichen, dass sie ein Paar sind. Leute, wir sind... Halt's Maul! Sind ihr eigentlich alle hässlich? Emilie ist Joeys Oma und was sie im Bett machen, geht niemandem was an. Was? So Leute, ich muss ganz dringend los. Ich hab auch ein bisschen Durchfall und so. Deswegen würde ich sagen, das war's jetzt mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt ihn auf jeden Fall fetten Daumen nach oben. Ich würde mich riesig freuen. Bah! Und sagt auf jeden Fall Bescheid, wenn ihr Bock auf mehr solche Folgen habt. Und ja Leute, vergesst nicht, Joeys Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder.